Leute, ich bin gerade in L.A. Also wie die meisten von euch wissen, mache ich gerade Urlaub hier mit meinem Bruder, meiner Mutter. Und wundert euch nicht, dass ich die ganze Zeit nach da hinschaue, weil wir haben eine neue Cam. Wie dem auch sei, ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser geworden. Ich habe vor euch ein Haul-Video hier vorzustellen. Ich war jetzt gestern schon mal shoppen. Also heute ist unser dritter Tag hier in L.A. Wenn man hier einkauft, dann kommt man aus den ganzen Shoppingläden gar nicht mehr raus. Also crazy! Also, ich habe schon ein Oberteil an vom Forever 21. Es ist so ein ganz loses, schönes Candy. Es hat mich irgendwie an Campino erinnert, als ich diese Farben gesehen habe. Also ich finde es total schön sommerlich. Und es sitzt ganz locker. Darunter habe ich ein ganz normales weißes Top, weil es ein wenig durchsichtig ist. Aber ja, das habe ich heute an. Dann noch meine ganz normale Mango Jeans. In so einem schönen Blau, Denimblau. Nein, nicht von Zara. Genau, von Zara. Ich zeige euch einfach mal, was ich jetzt gekauft habe vom Forever 21. Ich habe so einiges gekauft. Also, ich habe als erstes hier so ein schönes lilanes Oberteil. Das, was mir gefallen hat an diesem Oberteil, es ist erstens sehr lang. Es geht so direkt ein bisschen über die Knie. Dieses Netzhaftige hier. Das sieht so schön aus. Das erinnert mich so an eine römische, so aus der römischen Zeit, dieser Stil eben. Und wenn man da hier noch einen goldenen Gürtel dran macht, dann sieht es wirklich sehr römisch aus und es sieht wirklich elegant aus. Das ist auch eher für abends, würde ich sagen. Also ich würde das abends tragen mit der ganz der engen Denim-Jeggings und oder den schwarzen Jeggings. Ja, dann als nächstes. Oh Gott, ich habe so viele Sommerkleider geholt. Was ist das hier? Genau, eine Leggings, eine Dreiviertel-Leggings. Und ich habe in Deutschland noch so eine gesucht, aber ich habe keine mehr gefunden gehabt. Und die hat hier unten Spitze und das sieht wirklich super schön aus. Es sieht sehr elegant aus, wie ihr sehen könnt. Also mir gefällt es total. Dann habe ich mir ein Bandeau-Top gekauft, beziehungsweise, ja, das ist sehr lang. Das ist trägerlos und das sieht so aus. Es ist wirklich so schön für den Sommer. Also tolle Farben. Wenn man gebräunt ist, sieht das so toll aus. Und mit einer Jeanshorts, mit einer, ja, so einer Art kurzen Jeanshorts sieht es wirklich so toll aus. Wirklich super. I like! Dann als nächstes, Gott, oh Gott, ich habe mir nochmal so ein ähnliches gekauft. Aber das hier ist wirklich viel länger. Das ist in einem dunkelblau. Dunkelblau. Und das Muster hat mir gefallen. Also, wie ihr sehen könnt, das ist wirklich super schön für den Sommer. Und ich konnte meine Finger nicht davon lassen. What do I see here? What did I buy noch? Also, ich habe dann noch... Ach, genau. Es gibt einen Designer, der die schönsten Kleider meiner Meinung nach macht. Also neben Zuhair Murad. Der heißt Hervé Leger. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall macht er immer so Bandeau-Kleider. Die sehen so toll aus. Diese Kleider tragen immer Kim Kardashian, Beyoncé, Kate Winslet und Marion Faddis. Und das sieht so toll aus. Also es ist auch so ein Bandeau-artiges Kleid. Ist nach dem Stil gemacht. Und das sitzt so eng. Das heißt eng, es ist aber trotzdem noch nicht zu eng, sondern es einfach passt perfekt einfach. Das umschlingt eure Taille und eure Form und das sieht wirklich an kurvigen Frauen sehr schön aus. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Kleid. Das ist das hier. Das ist so schön. Die sind günstig erstens. Also die Kleider, die ich euch gezeigt habe, die Klamotten überhaupt, die ich euch gerade gezeigt habe, sind zwischen 13 Dollar und 25 Dollar. Also rechnet das mal in Euro um. In Deutschland habe ich für ein Kleid, ein ganz simples Kleid von Mango, 50 Euro ausgegeben oder 70 Euro. Also da, das nervt dort Kleider zu suchen. Da findet man auch nicht unbedingt wirklich viel. Das ist das Kleid hier, das hat ein Bunt, ein Rot oder es ist auf jeden Fall so Colorblocking Style. Drüber so ein gestreiftes Shirt, das lose ist und das sieht sehr schön an der Taille. Also ist auch nicht zu kurz. Also für den Sommer wirklich traumhaft. Dann auch, oh mein Gott, Mädels, ich habe so viel gekauft, also Kleider. Dann habe ich noch ein wundervolles, wundervolles, wundervolles Kleid gekauft. Das umschlingt euren Körper, also das, beziehungsweise es formt euren Körper. So traumhaft, also seht euch das Kleid mal an. Dadurch, dass es hier so einen Übergang hat, zieht es eure Taille in die Enge. Also das wird dann alles geformter. Ich habe ja auch etwas breitere Hüften und meine Taille ist auch ein bisschen schmaler als meine Hüften, deswegen betone ich sehr gerne meine Taille. Das ist sehr schön vom Stoff her und ist auch wieder so ein Bandeau-artiges Kleid. Was ich in Deutschland leider vermisse. Ich will nicht unbedingt nach L.A. oder irgendwie in die USA gehen müssen, um ein schönes Kleid zu finden. Hallo. Gut, das war's dann auch. Aber ich hatte doch noch irgendwie iPhone-Cases. Mama, kannst du euch den kurz geben? Dann kommen wir zu iPhone-Cases. Schaut euch das mal an. Leoprint mit so Steinen. Also ich finde das wundervoll. Es hat auch nur 9,80 Dollar gekostet.
Sieht man jetzt nicht, weil es nicht fokussieren kann, diese Cam. Aber egal. Und dann habe ich mir noch einen Geldbeutel gekauft, beziehungsweise, ja, so ein kleines Täschchen, ja, ein Geldbeutel. Damit ich nicht unbedingt die ganzen Scheine oder die ganzen Münzen irgendwo rumtragen muss, finde ich das wirklich süß. Meine Mutter wollte auch eins haben, aber leider hatte ich das letzte bekommen. Victoria's Secrets. I love you. Ich habe dort aber auf die Schnelle, weil gestern hatten wir noch was anderes vor, deswegen habe ich schnell machen müssen und habe nur ein Oberteil geholt. Das ist traurhaft. Ich habe mir ein wundervolles Top-Tanktop geholt von Victoria's Secrets. Da steht Angel drauf. Es ist etwas elastischer. Das ist nicht so ein Baumwollstoff. Also was ich nicht mag an so Tanktops, die nur so einen Baumwollstoff haben, die leiern auch aus. Und wenn man die wäscht, dann ziehen die sich so zusammen. Das mag ich gar nicht. Und das hier ist auf jeden Fall elastisch. Und das sieht so schön aus mit einer simplen Jeans, mit einer hellen Jeans, mit je nachdem, was ihr tragen möchtet, seien es Flipflops oder Sandalen oder Ballerinas. Also ich liebe diese Farben. Weiß und Rosé, das macht so ein Candy-Touch. Dann noch war ich Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, ich frage mich echt, wie die da arbeiten. Man arbeitet den ganzen Tag da drin und es ist so dunkel. Naja. Ich habe mir dieses schöne Kleid von Abercrombie & Fitch gekauft. Es ist auch wieder sommerlich, wie ihr sehen könnt. Tolle Farben. Tolle Sommerfarben. Also, meint ihr nicht? Zu guter Letzt habe ich mir, weiß ich noch was, Sephora. Das habe ich mir am ersten Tag gekauft, als wir hier waren. Ja, wir sind sehr spät angekommen. Wir waren um 9 Uhr da, dann sind wir noch kurz zum Sephora gegangen. Und ich wollte unbedingt die Laura Mercier Foundation mal austesten. Ich habe die Farbe, welche war das? Sand Beige. Und ich habe die Foundation gerade drauf und ihr seht, mein Teint ist ebenmäßig. Also diese Foundation wirklich ist 1A Klasse. Also ich finde sie super. Ich werde sie auch in Zukunft nehmen, weil sie nicht eure Haut austrocknet. Sie, ja, das steht hier Silk Cream Foundation. Es hat wirklich so ein silky Finish. Also es fühlt sich nicht trocken an, sondern es hat so was, es fühlt sich so cremig an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es fühlt sich so an, als ob eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und sie hält den ganzen Tag. Es ist hier heiß gewesen gestern. Mein Make-up ist nicht verschmiert oder verlaufen oder was auch immer. Ja, das war's dann auch. Das war's wirklich. Für die ersten 3 Tage, denke ich, reicht das auch fürs erste Mal. Wir gehen auch, ja, heute jetzt gleich. Es ist morgens, apropos. Es ist 9 Uhr morgens und bei euch müsste es gleich 18 Uhr sein. Oh, das ist schon 18 Uhr. Apropos, bevor ich es vergesse, wo habe ich das denke ich Getränk? Wo habe ich dich? Oh, ich hatte letztens Blog-TV gemacht, beziehungsweise ich habe auf Twitter was gepostet gehabt. Mein Lieblingsgetränk ist dieses Vitamin Water. Water. Viele werden mich jetzt dafür hassen. Dann mach so einen auf Akzent, nein. Powered Sea Dragon Fruit Flavored in Other Natural Flavors. Das ist so ein tolles Getränk. Also ich würde das, es gibt auch ein XXXL oder XXX Power mit Zink und Taurin und das ist auch wirklich für den Sport wirklich super geeignet. Also ich werde das in Zukunft auch trinken vom Fitness, vom Joggen. Also das schmeckt so lecker und schaut mal, das hat auch so eine tolle Farbe. It's pink! Gut, danke fürs Zuschauen und ich werde noch so einige Videos posten. Schaut auf jeden Fall auf meinen Vlog-Channel vorbei. Da werde ich jetzt demnächst on the go hier in LA Videos posten. Ja, ihr versteht, denke ich mal, was ich meine. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir und abonniert diesen Kanal für Updates. Love you. Bye bye.